Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Päckchen von Nameless Media zugeschickt. Erstmal hier vielen herzlichsten Dank dafür. Und da war nun die neueste Veröffentlichung enthalten, die jetzt noch vor Weihnachten am 23.12. veröffentlicht wird und seit dem 19.12. in den Vorverkauf gestartet ist. Es handelt sich hier um die erste Staffel der Serie Happy. Und ich muss ja das sagen, ich habe diese Serie noch nie gesehen, beziehungsweise ich habe es mal versucht anzugucken. Die erste Folge habe ich eingelegt bzw. angeguckt und bin dabei komplett eingeschlafen. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie mir diese Serie gefällt und jetzt werde ich es mir auf jeden Fall mal auf Disc angucken. Und ich weiß auf jeden Fall, lieber Christian von Nameless, diese Serie extrem mag und auch er sich darüber gefreut hat, auch diesen Serie auch im Mediabook rausbringen zu dürfen. Ob es dafür eine zweite Staffel gibt, kann ich euch wirklich nicht beantworten, denn ich habe mich mit dieser Serie nicht so weiterhin befasst. Aber mal gucken, was alles in diesem Mediabook drinstehen wird. Und natürlich für jeden Sammler da draußen auch gibt es hier drei verschiedene Covermotive, die jeweils auf 333 Stück limitiert sind. Und die gucken wir uns zuerst einmal an. Also wir haben einmal hier das Cover-A-Motiv. Einmal hier das fertige Produkt und einmal hier das Produktfoto. Und für mich persönlich auch eines der schönsten Motive. Und dann gibt es das Cover-B-Motiv. Das Ganze schaut hier so aus. Da ist aber der gute Nick heißt er. Komplett drauf zu sehen. Auch das schaut sehr schön aus. Und für alle Retro-Sammler gibt es auch noch ein Cover-C-Motiv. Und das sieht hier so aus. Oder könnt ihr auch beim lieben Sine Manuel vorbeischauen. Der hat es auch schon angeboxt. Ich muss mir meinen Teil leider sagen, gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Aber ist meine persönliche Meinung. Aber ihr wisst, ich bin eh kein großer Freund von Retro-Motiven, aber das Motiv hat mir leider überhaupt nicht zugesagt. So, aber das Cover-A-Motiv hier sagt mir auf jeden Fall zu. Und warum das so ist, da am besten gucken wir mal das Mediabook mal ganz genau an. Und würde mal sagen, wir gehen direkt mal in die Ego-Perspektive über und schauen uns mal das Mediabook mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit der Serie Happy, mit der ersten Staffel in der Cover-A-Variation. Und ich muss schon mal sagen, das Motiv gefällt mir hier schon mal richtig gut, denn wir haben auch hier einige Glanzeffekte auf diesem Mediabook bekommen. Und die gucken wir uns zuerst mal an. Erstmal hier in gelber Schrift haben wir Happy und hier ein blaues Ausrufezeichen mit Staffel 1. Da haben wir hier eben den Nick und eben hier sein Einhorn, sein imaginäres. Genauer gesagt, ich kann wirklich nicht genau sagen, warum er diese jetzt hier sieht, aber es wird bestimmt in der Serie erklärt. So, wir werden jetzt ein bisschen mal das Motiv ein bisschen drehen und wenden. Ihr seht hier schon, der komplette Charakter, der komplette Schriftzug hat eben hier einen richtig schönen Glanzeffekt bekommen. Auch hier eben das Einhorn, das sehr witzig aussieht irgendwie. Hat eine Ähnlichkeit mit einem Hasen. Habe ich zumindest mit einem Hasen verglichen zuerst. Und hier eben mal das ganze Motiv. Ihr seht hier schon, auch das sehr schick gemacht. Auch ein sehr scharfes Motiv ist es ja auch. Und say hello to his little friend. Und hier nochmal Happy, auch das ist hier mit einem Glanzeffekt versehen. Und hier von der Seite nochmal sehr gut zu erkennen. Und hier eben dann mit den Schauspielnamen. Und hier Patton Oswalt, den wir auch kennen aus King of Queens. Und hier schon mal das komplette Cover-A-Motiv, was mir hier schon mal sehr, sehr gut gefällt. Mit ein paar blutigen Hand. Und hier eben ein Whiskyglas und hier eine Pistole. Und so viel schon mal zu dem Cover von der ersten Staffel. Und jetzt geht es mal weiter zu dem Spy. Auch hier haben wir wieder ein Blue-Disc-Logo oben drauf. Dann haben wir hier Nameless und das Universe-Logo drauf gedruckt. Dann die Produktnummer und hier im Happy Staffel 1 gut zu erkennen. Und auch hier wird auch das Frontmotiv auch hier mit weitergehen am Spy. Und auf der Rückseite nun haben wir hier schon mal dann die Inhaltsangabe zu dieser Serie. Die wohl abgedrehteste Serie. Es weihnachtet schwer in New York. Davon möchte Nick 6 jedoch nichts wissen. Des
dessen Dasein als Ex-Polizist nicht nur von Alkohol- und Drogenexzessen, sondern auch von Zynismus und Gewalt geprägt ist. Allesamt Fähigkeiten, die er in seinem neuen Job als Auftragskiller für den Gangsterboss Francesco Scamucci gut gebrauchen kann. Nachdem er dessen 4 Neffen ausgeschaltet hat, bricht Sex unter seinen Verletzungen und wegen eines Herzinfarktes jedoch selbst zusammen. Als er in einem Rettungswagen wieder zu sich kommt, traut er seinen Augen nicht. Schließlich schwirrt ein kleines, blaues, geflügeltes Einhorn namens Happy wild um ihn herum. Mit der Bitte, ein vermisstes Mädchen namens Haley zu finden. Es ist der Beginn eines ungewöhnlichen Team-Ups, welches in weihnachtlichen New York für viele Chaos und noch mehr Blutvergießen sorgen wird. Ja, klingt schon mal ganz interessant. Und hier nochmal ein kleines Szenenbild und hier ist eben hier schon das süße Einhorn. Ich finde es wirklich extrem süß. Wäre auch ein wunderbares Stofftier. Und dann habe ich hier ein paar Szenenfotos aus dem Film. Auch hier wieder sehr schön gemacht, dass diese Szenenfotos auch hier mit einem Glanzeffekt versehen ist und auch die über diesen Rahmen hinausgehen. Und auch hier eben die Blutspritzen rumlaufen, auch die sind hier ebenfalls nochmal mit einem Glanzeffekt versehen. Das habe ich hier schon mal sehr schön. In Happy trifft blutige Action auf knuffige Animationsfiguren. Und hier haben wir schon die Folgenangabe, also gerade mal 8 Folgen. Auf Disc 1 sind 4 und auf Disc 2 sind ebenfalls 4. Und hier eben der Hinweis KVA-Motiv, limitiert auf 333 Exemplare. Und ich habe dann hier ein Nummer stehen und ich habe eben hier das Pressemuster stehen. Hier die ganzen technischen Daten, Deutsch und Englisch, Tonformat DTS HD Master Audio 5.1 und den Titel Deutsch, Laufzeit 339 Minuten und als Access haben wir hier eben einen Trailer und die Produktion ist aus dem Jahre 2017. Die ganze Serie ist ab 18 Jahren freigegeben. So, wir schlagen jetzt mal auf und da haben wir schon mal ein sehr großes Einhorn, Entschuldigung, und hier schon mal die erste Staffel, zumindest die erste Disc, mit einer Laufzeit von 170 Minuten. Das Ganze schaut hier so aus und passt ja auch perfekt zum Hintergrundbild. Einmal hier haben wir dann ein Hintergrundmotiv mit Nick und hier eben das Einhorn Happy. Schaut echt sehr süß aus, also ich bin wirklich sehr gespannt. Und auch das passt ja auch wieder hier perfekt integriert in die Hülle hier mit rein, zumindest in Trailer rein und dann passt es auch sehr gut zu dem Gesamtbild hier. Aber ich muss sagen, der Druck von der Disc ist ein bisschen heller als der Innendruck. Aber dafür ist das ganze Bild auch hier recht scharf gehalten und da ist schon mal hier sehr gut. Hier wieder hier reingenäht das Ganze und dann wird er mal durch. Und auch hier, ach, ist der nicht knuffig? Der ist ja voll knuffig. Das ist doch ein perfektes Stofftier. Also das ist auch ein perfektes Merchandising für diese Serie, dieses Einhorn rauszubringen. Meister des Wahnsinns, ein Blick auf Happy Staffel 1. Und hier eben wieder der Hinweis, ein Spoiler hier, Warnung. Also das sollte er erst durchlesen, nachdem er die Serie geguckt hat. Was auch passiert, hier Wahnsinn mit Methode. Und hier eben dann wieder auf 2 Spalten ist hier Schrift und Text vermischt. Auch hier ist der gute Übergang, dass eben hier das mit einem Wasserzeichen hinterlegt wurde, damit man auch den Text auch gut lesen kann. Und auch in jedem Eck ein bisschen Blut zu sehen. Na, ich bin ja gespannt. Dann der filmische Wahnsinn. Und dann haben wir hier wieder eben ein Wasserzeichen hier gut integriert. Ein seltsames Paar. Comic versus Serie. Okay, gab es davon eine Serie? Eine Comic? Und hier, letztes Teil noch. Und der Text wird hier geschrieben von Nando Rona. Wird fortgesetzt im Booklet zu Staffel 2. Also es gibt eine zweite Staffel. Okay, gutes zu wissen. Und hier nochmal dann ein Hintergrundmotiv, was auch das KVC ziert. Und hier nochmal die Blu-ray von der zweiten Disc mit Folgen 5 bis 8. Und hier nochmal dann das Hintergrundmotiv. Und muss auch sagen, schaut doch wirklich sehr, sehr schön aus. Wir machen Disc wieder rein und klappen es zu.
Und das war auf jeden Fall schon mal das sehr schicke Mediabook zu der Serie Happy. Und ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Mediabook zu der Serie Happy mit der ersten Staffel. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, wie mir diese Serie jetzt gefallen wird. Wie gesagt, ich habe die erste Folge gesehen und bin da glatt mal eingeschlafen. Aber das wird sich jetzt demnächst mal ändern. Und ja, zu bestellen, wie gesagt, bei Nameless Media einen Kauflink unten in der Videobeschreibung, wenn sie noch verfügbar sind. Ansonsten auch da trotzdem ist ein Link mit verbunden unten. Und schau doch mal bei Facebook vorbei, denn dort gibt es auch ein Gewinnspiel zu der Serie Happy, wo man auch ein Mediabook gewinnen kann. Bei Nameless Media ist auch hier ein Link unten in der Videobeschreibung mitzufinden. Und dann wünsche ich schon mal viel Glück bei dem Gewinnspiel. Und natürlich auch, wenn ihr euch gleich kaufen wollt, dann einfach euch euer Wunschcover aussuchen, was euch am besten gefällt. Ja, das ist nun mein Unboxing zu Happy gewesen. Wie gefällt das Mediabook oder wie gefällt euch die Serie? Habt ihr sie auch schon gesehen? Dann schreibt es in die Kommentare rein, ob die mir auch gefallen könnte. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und... Thank you.